Start your engines! Let's go! Okay, dann machen wir das doch. Willkommen zu Let's Play Mario Kart 8. Ja, wir spielen Mario Kart 8. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen dann auch direkt los. Wir werden das folgendermaßen machen, oder besser gesagt ich, weil ihr schaut mir ja nur zu. Und zwar werde ich alle Cups, also sobald auch alle anderen noch verfügbar sind, die DLC-Cups, im 150er Hubraum spielen. Genau. Und dabei... Und danach werden wir auf, genau, werden wir in den Online-Modus gehen. Die Nummerierung der Folgen wird ein bisschen komisch sein. Und zwar sage ich euch warum. Weil im Moment haben wir... Moment, ich muss nachzählen. 4, 6, 8... 10 Cups. Wenn wir diese 10 durch haben, dann wird es mit Folge 14 weitergehen, weil... Ne, Moment mal, mit Folge 13, Entschuldigung. Bei Folge 11 und 12 werden dann noch die letzten DLC-Cups sein, die ich halt noch nicht habe. Und genau. Genau, also ab Folge 13 wird es dann weitergehen im Online-Modus. An dieser Stelle wollte ich eigentlich Mario Party 10 zeigen. Das hat jetzt aber verschiedene Gründe, warum ich das noch nicht tätige. Und zwar... Es... Irgendwie gefällt mir dieses Spiel nicht. Ich habe mich noch nicht so wirklich mit dem anfreunden können, mit dem, was ich bisher gesehen habe. Ich habe mir das auch noch nicht gekauft. Ich überlege da noch. So. Wir fangen einfach mal an und nehmen einfach irgendeinen random Charakter. Ich nehme jetzt einfach mal das Stift. Also den Stift und... Nee, du musst nicht sein. Irgendjemand anders. Alter, wollt ihr mich verarschen? Okay, dann nehme ich jetzt einfach... Na, von mir aus. Okay, wir fahren mit dem ganzen Zeug hier und legen auch direkt los im Pilz-Cup. Und ich werde das so machen, ich werde zuerst einen neuen Cup und dann also einen von der oberen Reihe und dann einen von der unteren Reihe spielen. Ja. Dann warten wir, bis es lädt. Und ihr müsst auch entschuldigen, wenn die Bildqualität und die Tonqualität nicht zu eurer Erwartung entsprechen. Ich habe bloß einen Grabber und keine Capture Card. Ich kann damit also auf Deutsch kein HD aufnehmen. Sondern bloß irgendwie 576i oder wie das heißt. Maximal. Und los. Ich glaube, ich sollte besser nicht auf das hören, was da eingesteckt ist, sondern eher auf das, was am Gamepad ist, weil das ist genauer, denke ich, vom Ton her. So. Ich denke, Mario Kart... scheiße. Ich denke, Mario Kart 8 ist jedem ein Begriff. Ich muss da, denke ich, nichts großartig zu erklären. Außer, dass es bisher ein richtig gutes Mario Kart ist. Auf jeden Fall besser als Mario Kart 7. Von dem ich persönlich jetzt nicht so begeistert war. Aber da gibt es ja verschiedene Meinungen darüber. Und ich meine, in Mario Kart 7 hatte ich sogar mal das Glück, gegen den Nintendo-Chef Iwata zu spielen. Kein Scherz. Bloß als ich das fotografieren wollte, war der auch schon wieder weg aus der Gruppe. Tragischerweise. Und ich glaube, während wir auf das nächste warten, also auf das nächste Rennen dann warten, werde ich mal kurz meinen Kopfhörer umstöpseln. Weil ich habe so irgendwie das, ja, weil ich habe so irgendwie das Gefühl, dass das nicht ganz asynchron ist. Also, das ist nicht ganz asynchron. Dass es eben asynchron ist. Leckt mich am Arsch, Alter! Toll. Da wehrt man einen roten ab und was passiert? Ein Stachy kommt hinterher. Also nicht zu voreilig handeln, liebe Kinders. Ansonsten geht's euch so wie mir. Aber gut. Ich habe ja hier eh... Ich habe hier eh schon...
alle drei Sterne, von da kann mir das Wurst sein. Und ich habe so das Gefühl, als ob es ein paar Mal hängt. Ich weiß es nicht, ich schaue immer auf das Gamepad. Okay. Und da sind wir auch im Ziel. So, jetzt werde ich aber mal kurz meinen Kopf... So, Entschuldigung für den kurzen Schnitt, aber es hat da gerade irgendein Problem... What the fuck? Was ist... Na, geht doch. Und zwar hat es... Alter, was ist denn mit meinem Headset los? Toll. Ja, also anscheinend hat es da gerade ein Problem gegeben, als ich das umgestöpselt habe. Ich werde das jetzt einfach so machen, dass ich mich auf den Ton von... dem Gamepad verlasse, von daher nicht beschweren, wenn ihr was doppelt hört. Okay, der Wasserpark. Ich drehe mal ein bisschen leiser. Das wäre euch, glaube ich, auch recht. So, jetzt habe ich noch ein bisschen das Mikro verstellt. Okay. 1, 2 und los geht's. Und selbstverständlich Münzen sammeln, weil ich habe noch nicht den Goldgleiter. So rum. Okay. So, das kann mir nichts antun, da ich ja diese hübsche Banane habe. Banane, alles Banane. Banane vor allem. Alter, was fahre ich denn hier für eine Scheiße zusammen? Edge. In die Fresse, Baby. Okay. Prima, soweit so gut. Was mich an dem Spiel ein bisschen stört, dass man immer bloß ein Item halten kann. Also, das kennt ihr ja mit Sicherheit so aus Mario Kart Wii, dass man da einfach dann zum Beispiel eine Banane hinten hält und dann noch ein weiteres im Inventar haben konnte. Das ist hier halt jetzt leider nicht so und das stört mich auch ehrlich gesagt ein bisschen. Aber gut, das Leben ist kein Wunschkonzert. Hm, okay, auf der Leiste ist ja alles in Ordnung. Eben gerade habt ihr es nicht gehört, da war halt einfach plötzlich der Ton weg. Weil als ich das umgesteckt habe, da hat es auf einmal so ein Bzzz gegeben. Also mich hat man schon auch gehört, aber da war halt eben dieses Brummen. Und das kam halt dadurch, dass ich das auf ein zweites Gerät noch gesteckt habe, das Dingenskirchen, die Kopfhörer. Ja, ich glaube, ich werde dann einfach beim nächsten Mal meine iPod-Kopfhörer benutzen. Ich glaube, das ist dann am einfachsten. Wird es auch nicht diese Probleme geben. Ja. Weil, wie gesagt, mich irritiert das halt ein bisschen, dass der Ton... da nicht ganz so synchron ist mit dem, was ich auf dem Gamepad sehe. Habe ich hier vielleicht zufällig schon meine iPod-Kopfhörer? Nee, natürlich nicht. Die liegen auf dem Bett. Scheiß drauf. Dann geht's halt so weiter. Okay. Was war denn überhaupt das Nächste? Ich habe das schon zu lange nicht mehr gespielt. Ah, nee, zuckersüßer Canyon. Ha. Na dann. Hab dafür, hätte ich gesagt. 2, 1 und go! Naja, ich werde auf jeden Fall immer mit dem Karten ein bisschen variieren, weil das da geht zwar gut in die Kurven, aber irgendwie komme ich damit noch nicht so ganz klar. So. Was ist das? Limonade. Da fällt es erst recht nicht auf, wenn man ins Wasser pinkelt. Und ja. Also vielleicht, weil diese Strecke so bunt ist, mag ich sie nicht.
Aber dann müsste ich eigentlich auch alle Regenbogen-Boulevards nicht mögen. Gut. Wer in aller Welt mag schon die Regenbogen-Boulevard-Strecken, außer die von Mario Kart 64, weil die ist ja immerhin noch schön. Und wurde hier auch remastered. Sehr gelungen, wie ich finde, aber das werdet ihr alle schon sehen. Und wenn ich eine bessere Methode habe, Konsolenspiele aufzunehmen, dann werde ich auf jeden Fall nochmal ein paar Online-Parts auf jeden Fall nochmal dranhängen und dem kann ich nicht ausweichen. Leider Gottes. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Gegner bloß auf 50er Kubik Niveau sind. Muss ich mal dann schauen, aber ich glaube schon, dass ich im Scheiße, wird nicht angezeigt. Schade! Auf jeden Fall finde ich es Mario Kart 8 sehr gelungen, wobei mein Favorit bleibt dann doch eher noch Mario Kart 64, weil ich mit dem groß geworden bin. Und das nur halb so asozial war wie Super Mario Kart. Oh Gott, ich habe Super Mario Kart auf der Super Nintendo noch hier rumliegen. Ich habe... Ich sag euch, ich habe mir die Daumen kaputt gezockt. Nur damit ich diesen behinderten Spezialcup freischalten kann im 100er Hubraum. Im 100er, ne? Dazu wird es auch noch ein Let's Play geben, aber das wird dann eher ein Let's Fail, sage ich euch gleich. Weil ich dann direkt im 100er Hubraum spiele. Bei 50er Hubraum, das ist zu einfach. Und da gibt es den Spezialcup nicht. Was mich persönlich sehr stört. Insbesondere, weil halt eben die geilen Strecken auf dem sind, auf dem Spezialcup. Ja. Insbesondere der Regenbogen-Boulevard. So, Steinblock-Ruinen. Letztes Rennen. 2, 1 und los. Falls mein Ton irgendwie auch nicht ganz zum Bild passen sollte, dann denkt euch bitte um Gottes Willen nichts dabei. Das hat einfach damit zu tun, dass ich halt, wie gesagt, nicht mit einem Programm aufnehme, sondern mit mehreren. Eins, wo ich halt das Video aufnehme und mit dem anderen nehme ich halt Audacity auf. Und ich kann die halt blöderweise nicht gleichzeitig starten. Anders als bei Fraps und Audacity und bei Camtasia Studio habe ich ja nie Probleme mit dem Ton, wenn ich direkt mit der Software auch meinen Ton aufnehme. Das ist halt irgendwie so, ich weiß nicht warum, aber bei Audacity, also bei Fraps, kriege ich immer Probleme mit dem Ton. Und bei Camtasia Studio halt eben nicht. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Am besten nicht in den... NICHT IN DEN PANZER! Wichser. Ah, Geld. Geld, Geld, Geld. Und noch mehr Geld. Noch mehr Geld. Und Geld. Wunderbar. So ist. Ach, bin ich schon Platz 1. Ah, ist ja gut. Abgemacht. Dann noch hier. An den Steinblöcken vorbei. Die haben ja irgendwie zwei Gesichter. Seit wann haben die zwei Gesichter? Naja. Haben wahrscheinlich eine zwiegespaltene... Also haben wahrscheinlich eine zwiegespaltene Gestalt. Wie sagt man das? Ah, scheiße. Jetzt wollte ich... Jetzt habe ich es versaut. Komm, jetzt bin ich beleidigt. Jetzt sage ich gar nichts mehr. Ich werde so lange nichts sagen, bis dieses Rennen hier vorbei ist. Ja, genau. Das werde ich tun. Und daran kann mich keiner hindern. Es sei denn, irgendjemand kommt mit einem Argument daher und sagt, ich lade dich auf eine Runde KFC und Ice Tigers ein. Dann bin ich natürlich sofort dabei. Aber, nein. Ich werde so lange nichts sagen, bis dieser Part, bis dieses Rennen rum ist. Und daran werde ich mich auch halten. So. Und zwar werde ich damit jetzt sofort anfangen. Und zwar ab genau jetzt. Scheiße. Ich habe doch geredet. Naja. Dann hätten wir das für heute geschafft. Ergebnisse anzeigen, bitteschön. Brrrr.
Weiß eh keiner, wo ja das kommt, oder? So. Na, das brauchen wir nicht. Da gibt's eh bloß nochmal ein Rennen. Anstatt eine Siegesfeier. So. Ja genau, war 150er Hubraum und das hätten wir also geschafft mit 3 Sternen. Gut. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal im Panzercup. Und bis dahin, wiederschauen und reingehauen. Macht's gut und ciao.